Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind dem Syldrok-Orden auf der Spur und es hat sich herausgestellt, dass Theron das Ganze fingiert hat und uns hintergehen musste, damit das Ganze echt wirkt. Ja, wir wurden jetzt aufgeklärt und wissen Bescheid. Wir suchen nebenbei noch ein paar Schatzkisten hier. 7 Stück sollen wir finden. Dabei haben wir erst eine gefunden. Deswegen, ich halte so ein bisschen die Augen offen, ob nicht irgendwo welche versteckt sind. Ja, da kommen wir nicht dran vorbei, ohne zu kämpfen, denke ich. Und da kommt nochmal ein Experiment. Aber mittlerweile sind wir ja zu dritt. Hat auch gut geklappt. So, hier ist auch nirgendwo was. Wir haben auch ein Wissensobjekt schon entdeckt. Ein Datenpaket. Seht euch das an. Guckt bloß nicht nach unten. Ich weiß, dass Höhe nicht so euer Ding ist. Ich brauche euer Mitgefühl nicht, Theron. Nathemas Wiedergeburt. Das ist die Frage. Finden wir hier oben was oder eher unten? Vielleicht eher unten. Aha, da ist eine Schatzkiste. Das wäre dann zumindest schon mal unsere zweite. Könnte natürlich sein, dass trotzdem oben noch irgendwo eine ist. Aber wir können auch hier von hinten nochmal versuchen hochzugehen. Und zumindest einmal ins Lager zu spähen. Ja, okay, dann müssen wir kämpfen. Das nützt ja nichts. Okay, da kann man nur von oben quasi runter in die Höhle gucken. Und da ist nichts. Ich würde sagen, dann ist hier oben keine Schatzkiste. Ich wüsste jetzt zumindest nicht wo. Ja, hat hier aber auch viele Winkel. Ne? Könnte wirklich überall sein. Die Schlingklaue. Erstmal um die Kleinen hier. Was haben wir hier? Können wir das benutzen? Nö, irgendwie nicht. Was haben wir da hinten? Auch nochmal so eine Steuerung. Hui,
Okay, da müssen wir echt aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Aber wofür ist das denn hier gedacht? Ah, okay, doch. Ah, damit kriegt er auf jeden Fall mehr Schaden. Handlungsunfähig erleidet erhöhten Schaden. Okay, komm mal mit. Kannst du hier nochmal ran? Ja, schade nur, dass er uns nicht angreift. Aber vielleicht können wir Lana hier einmal herholen. Klappt irgendwie nicht so. Ich bleibe hinter euch. So, jetzt darfst du auch wieder. Jetzt müssen wir kurz warten, bis er rauskommt hier. Jetzt haben wir ihn. Begib dich zum Grüntal. Wunderbar. So, Tech-Fragmente. Wir sind langsam am Maximum, was wir tragen können. Guck mal, hier wäre noch so ein Teil gewesen. Aber das brauchen wir schon gar nicht mehr. Okay, und eine Schatzkiste habe ich jetzt hier auch nicht entdecken können. Wundert mich so ein bisschen, dass wir erst zwei entdeckt haben. Moderne Technik. Ich nehme an, sie gehört dem Orden. Sie haben fast die gesamte Basis mitgenommen, als sie aufgebrochen sind. Ich musste alles zerstören, was sie zurückgelassen haben. Ja, ich will da einfach nur mal in die Ecke rein. Okay, auch hier ist keine Kiste. Luftwege. Lana, ich weiß, dass ich im Moment nicht gerade zu euren Lieblingspersonen gehöre, aber... Ihr hättet mir von euren Plänen erzählen sollen. Wir waren ein Team, Theron. Ihr musstet im Dunkeln tappen. Das habt ihr mir doch auf Rishi gesagt, oder nicht? Schon, aber das können wir später besprechen. Konzentriert euch auf die Mission. Jetzt finden wir hier hoffentlich noch ein paar Schatzkisten. Ich weiß nicht, ob wir auf die 7 kommen werden. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, dann können wir auch weiterlaufen, dann kommen wir aber auch darüber. Frage ist, gibt es dort eine Schatzkiste? Wir gehen hier mal hin. Wir gucken mal. Das nicht, aber wir haben hier eine Kristallformation. Kann mal einer von den beiden das mitnehmen, bitte? Sehr gut. Und hier kommen wir dann so runter. Aber auch keine Schatzkiste. Das könnte jetzt kritisch werden. Ich glaube, jetzt haben wir zwei Gruppen angelockt. Wir geben unser Bestes. Gar nicht tot zu kommen.
kriegen hier, der Sakul-Ritter. Okay, der war doch ein bisschen härter, der Kampf. Da ist noch einer. Der weiß aber irgendwie nicht so richtig, ob er uns angreifen soll oder da stehen bleibt. So, weg ist er. Hier müssen doch noch ein paar Schatzkisten zu finden sein. Das kann doch gar nicht sein. Wir sollen 7 Stück finden und haben wir erst 2. Aber jetzt sind wir hier wieder. Aber irgendwie haben wir kein Glück. Na gut, dann laufen wir weiter in Richtung Ziel. Der liegt da unten jetzt. Da kommen wir natürlich nicht dran. Macht aber auch nichts. Auf ein bisschen Loot können wir auch mal verzichten. So, und hier gibt es auch nirgends Schatzkisten, so wie ich das sehen kann. Okay. Selbst hier kriegen wir nichts entdeckt. Okay, ich habe keine Ahnung, wo diese Schatzkisten sich verstecken sollen, aber 5 Stück fehlen uns. Aber wir haben ja wirklich jetzt ein bisschen gesucht und geguckt. Aber scheinbar wollen die nicht gefunden werden. Jetzt hier nochmal gucken. In die entgegengesetzte Richtung, wo wir eigentlich hin müssen. Aha, hier ist eine. Naja, dann kommen wir auf 3. Nicht so viel. Aber auf den Containern ist auch nichts, oder? Aber eh nicht hoch. Nö. Das war's, glaube ich. Aber hier ist noch ein Wissensobjekt. Noch ein Datenpad. Der Sildrock-Orden, die Organisationen. Okay, ich glaube, dann können wir weitergehen. Ah, komm. Schalten wir den auch nochmal aus. Können wir hier hinter die Mauer nochmal schauen. Da nicht auch noch irgendwas ist. Thank you.
erstmal nichts. Und da geht's vermutlich nach unten. Ah, verzeiht mir, wenn ich hier ein bisschen suche, aber ich wollte schon versuchen, diese Schatzkisten zu finden. Vermutlich haben wir aber auch schon die Hälfte irgendwie übersehen. Ja, das war nicht geplant. Wenn da den kleinen Absprung runtergefallen sind. Ja, okay, dann müssen wir nochmal von hier aus starten. Bisschen nicht gesprungen. Ja, vielleicht entdecken wir ja doch nochmal irgendwo was. Da könnte ja auch noch was sein. So versteckt, aber nö. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass hier irgendwo eine versteckt sein muss, aber naja, wir haben eigentlich alles durchsucht. Dann wollen wir mal weiter. Auf ins Grüntal. Vielleicht finden wir dort ja noch die restlichen Schätze. 4 Stück. Meine Güte. Ich habe es mit dem Springen irgendwie nicht mehr so. Was war das? Sie haben mit dem Ritual begonnen. Uns läuft die Zeit davon. Also hier gehen wir auf jeden Fall mal hoch. Jo, da ist eine. Die Frage ist halt, wie kommen wir da hin? So. Das ist Nummer 4. Herolde heilen auf jeden Fall. Wo müssen wir denn lang? Okay, es gibt 2 Wege. Wir können einmal den gehen oder den hier. So haben wir die mal den längeren. Hand von Sildrock. 2 Stück hier. Da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Schatzkiste. Fehlen nur noch 2. Wir sind eigentlich nah dran, die Bonusmission zu lösen. Ich glaube, um die müssen wir uns nicht unbedingt kümmern. Hier stattdessen den halben Weg auch nochmal zurückgehen.
So, die Frage ist, ist hier eine Schatzkiste irgendwo? Okay, wir greifen uns trotzdem an. Und dann schalten wir sie auch aus. Wunderbar, jetzt können wir uns hier nochmal in Ruhe umschauen. Okay, aber scheint tatsächlich nicht zu sein. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und dann werden wir hier weitermachen und die nächsten Schatzkisten suchen. Ich bin gespannt, ob wir sie finden werden. Vielleicht müssen wir doch gegen die beiden hier auch nochmal kämpfen. Wer weiß, vielleicht öffnet sich dann irgendwo nochmal ein Durchgang, wo wir dann eine Schatzkiste finden oder wie auch immer. Das werden wir dann in der nächsten Folge einmal herausfinden. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin.